Ein neuer Tag, eine neue nackte Frauenleiche und nichts hat sich verändert. Herzlich willkommen im L.A. der 40er Jahre und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noir. Wir machen uns mal auf den Weg zu unserem neuen Fall, der Seidenstrumpfmörder. Verbrecher dieser Welt, er zittert vor mir. It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, fellas. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, fellas. Du denkst immer nur ans Saufen, Kollege. So. Wo ist denn das? Schauen wir erstmal kurz nach. So, ich muss heute mal ein bisschen leiser sprechen. Mal sehen, wie lange ich es auch schaffe, leise zu sprechen, bevor ich dann wieder in meine alte Schreiweise verfalle. Okay, ist einfach in die andere Richtung. Nee, es ist schon etwas später. Und da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen ragen. Komm, wir nehmen das mal an. Die ganz elegante Art zu wenden. Nee, da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen ragen. Und zwar wollte ich anfangen zu Let's Playen. Und Rockstar Games hat mich gezwungen, ein Update zu installieren, das aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund ewig gebraucht hat zum Downloaden. Und der Downloader ist währenddessen zweimal abgeschmiert. Also unglaublich ausgereifte Technik, alles ganz wunderbar. Und hat mich zum Glück auch überhaupt keine Zeit gekostet. Gar nicht nervig und mittlerweile ist es dann doch schon um 12 heute, also in der Nacht meine ich. Halt! Warum stehst du mitten auf der Straße rum, Bulle? Oh, was kommt jetzt? Ah! Help, Parker! No way I'm going down without a Gefecht im Gange! Drop the weapon, hands behind your head! Yeah? Fuck you too! Es war definitiv einen Versuch wert. Put your hands in the air like you just don't care! Okay! Dann wollen wir mal nicht weiter ragen, sondern uns ja auf die Verfolgung konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich ihn erschießen soll. Könnte ich natürlich machen, er ist bewaffnet, ne? Aber ich glaube, ich versuche ihm erstmal aufs Dach zu folgen. Ich weiß nicht warum, aber die haben immer das Bedürfnis, erstmal aufs Dach zu rennen. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt wirklich über den Sims springen hier drüben? Ach du Schande. Na gut, warum nicht? Mit ein bisschen Anlauf hätte ich das wahrscheinlich in Wirklichkeit auch gemacht, aber nicht so wie Cole gerade das angegangen ist. So, wo ist denn unser Freund? Aha, da drüben. Na gut. Ich erinnere mich noch an das eine Mal, als ich versucht habe, einen zu verfolgen und da mitten in seine Schrotflinte reingelaufen bin. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Diesmal erschieße ich ihn lieber gleich. So, ich glaube, das war unser 10. Fall, oder? This is Kari Lovett King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K, all units 211 from Mallory's Cafe is code 4, repeat, code 4. Ja, 10. Fall, also von den Straßenverbrechen jetzt. Wunderbar, das freut mich doch. Na gut, dann können wir uns jetzt wieder auf unseren Fall konzentrieren. Die dritte nackte Frau im dritten Fall im Mobdezernat, warum nicht? Schauen wir mal, ob es diesmal ein bisschen besser läuft als bei den Fällen davor. Wer weiß, vielleicht habe ich ja jetzt plötzlich den Dreh raus, ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, selbst im Nachhinein, als ich mir dann auch habe sagen lassen, zum Beispiel bei dem letzten Fall, der im Verkehrsdezernat war, wo ich Fehler gemacht habe, beziehungsweise was ich als Beweise hätte anführen sollen, als sogenannte Beweise, muss ich sagen, das Spiel versteht den Unterschied zwischen Beweisen und Hinweisen nicht. Beziehungsweise manchmal soll man halt irgendwelche Beweise angeben, die eigentlich nur sozusagen der Opener sind. Ja, ich fahre jetzt mal alles um, ist mir egal. Die eigentlich nur der Opener sind für irgendein Gesprächsthema, auf das Cole dann hinlenken will. Das verstehe ich manchmal einfach nicht. Beziehungsweise ich verstehe schon, was sie wollen, aber es macht keinen Sinn, das dann als Beweis zu deklarieren. Und das hat mich halt so ein bisschen genervt, aber ich versuche mal, mich so ein bisschen drauf einzulassen. Mal sehen. Auf jeden Fall Tatort, 13 Uhr. Heute spät dran. They're ready to start the show. I'll take you through. Was sind jetzt? Creepy Geisterbahn, oder was? War ja eine seltsame Ansage.
Oh, for Christ's sake. Carruthers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. Wenn ihr schon ein bisschen oder warum klingt's hier so fliegenverseucht? Na gut, schauen wir sie uns mal. Ach du Schande. Schauen wir sie uns mal an. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Halsschlagader im Arsch spritzt immer noch raus. Gesicht zerlegt ohne Ende, Hals generell unglaublich aufgerissen. Da hat jemand, ja, schon ganz schön gewütet. Stadtbücherei, Antonia Hill Street, Geburtsdatum 7. Juli, ich habe das Jahr nicht gesehen. Ach, 26. But why the library card? Did he want us to find it? Vielleicht. Vielleicht will er auch nur, dass wir wissen, wer es war. Schauen wir mal, ob es einen Ring gibt. Geh mal bitte hier rüber, Cole. Oder ein... Ja, es gab einen Ring. Natürlich. Dreh mal bitte die Hand. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Postmortem wahrscheinlich. Gut, leg hin. Dachte ich mir schon fast, dass wieder der Ring fehlt. Nee, ich will nicht nochmal die Hand. Ich wollte eigentlich mal... geh mal an die Boobies. Ja, genau. Oder drunter. Küss das Blut. So, so. Da will uns jemand Nachrichten hinterlassen. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. Four women. All murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Na, dann kannst du es ja mal gleich vergleichen mit dem, was wir schon hatten. Mich würde mal interessieren, was für eine Schuhgröße das ist. Bei den Schuhabdrücken. Falls du irgendwo mal welche findest, sag mir mal, ob das die 41 ist. So, nee, ich wollte nicht nochmal an ihr. Ich wollte bloß die Tasche, aber ich glaube, die gehört zum Gerichtsmediziner. Was haben wir denn hier? Ist das die Tatwaffe? Ach, ein Slip, oder? Nee, hä? She took a blow to the head like the others. She was probably unconscious when strangled. Ach, Strumpf. Ach, natürlich, es ist ja auch der Seidenstrumpfmörder. Natürlich müssen wir auch irgendwo einen Seidenstrumpf finden. So. Oh. Viel Blut. May as well follow the trail. Wäre eine Idee. Okay, ich will vorher nochmal gucken, bevor wir da hinterherlaufen, ob wir hier nicht vielleicht noch irgendwas anderes haben. Hier drüben, das ist nix, ne? Doch, oder? Ach, das ist bloß unwichtig wahrscheinlich. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Wer weiß? Cole, kannst du irgendwas dazu sagen? Ich kann nicht erkennen, was das ist. Oh, ich finde das so schrecklich mit diesem Hin- und Hergedrehe. Es wird wahrscheinlich nichts sein, hoffe ich mal. Und das ist auch Müll, oder? Wahrscheinlich. Ich kann nicht erkennen, weder was das eine noch was das andere ist. Naja, egal. So, habt ihr noch irgendwelche Beweise gesichtet? Gibt's hier hinten noch was? I'm not kidding, Phelps. Come see. Ja, warte doch mal. Ich liege einen Haufen Zigarettenschachteln und Stangen rum. Was ist das denn? So soft. Tissues. Na gut, also hier ist auch nichts im Prinzip. Phelps, you'll want to come and take a look at this. Ja, ich komm schon. Da liegt ein Hut rum. Warum ist sie hier überfahren worden an der Ecke? Kann das sein, dass sie hier an der Wand zerfahren wurde sozusagen? So, die Marke willst du doch bestimmt sehen, oder? Na, dreh doch bitte mal so. Ja, dankeschön.
Antonia. Huh. Same as the library card. Ah, ist gar keine Marke, das ist bloß ihr Name im Hut hinterlassen, okay? Haben wir sonst noch irgendwas? Die Blutspuren scheinen jetzt mittlerweile egal zu sein, also sieht bald so aus, als ob sie... Das Auto kam von da, hat sie... Wobei, hier vorne ist auch schon eine Blutspur, oder? Ist das Blut? Ja. Hm, das sieht bald so aus, als wären das hier... blutige Reifenabdrücke, aber das ist ein bisschen merkwürdig. Was hat er denn für ein Schlachtfest veranstaltet mit ihr? Sie ist an mehreren Wänden verteilt? Ist ja unglaublich. Und ein Schuh. Proximity to the scene plus the bloodstains. No way is this coincidence. Mensch, du bist ein Blitzmerker, Cole. So, ansonsten bloß noch Müll wahrscheinlich, oder? Ja, nimm in die Hand den Müll, ist okay. Unglaublich viele Blutspuren hier. Na gut, folgen wir denen mal weiter. Ich dachte eigentlich ursprünglich erst, dass sie davon irgendwo mit einem Auto aufgegabelt wurde und dann gegen die Wand gefahren wurde. Aber sieht jetzt nicht mehr danach aus. Es sei denn, der hat irgendwas ganz Abgefahrenes mit seinem Auto angestellt, um sie so durch die Gegend zu fahren. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Ja, ich mach schon. Gucken wir erstmal hier. Mosskill. Was ist das? Pepperwort, was? Keine Ahnung. Irgendwas Unwichtiges wahrscheinlich. So, aber die Blutspur führt weiter hier in die Ecke. Haben wir hier vielleicht noch was? Ein Schlüssel. Der Kerl spielt mit uns. Und diesmal ist es wahrscheinlich wirklich der Dahlia-Killer. Ich glaube, diesmal ist es wirklich der Dahlia-Killer, der uns hier ein bisschen trollen will. Ich denke, er will uns irgendwo hinführen. Wahrscheinlich all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Na gut, folgen wir mal weiter. Und ein Brief. That's got to be a code or a cipher. Hm, Lochcode vielleicht? Irgendwie? Nee, das sieht aus wie... Das sieht aus wie drei Würfelwürfe sozusagen. 2, 5 und 3, ne? Wie auf einem Würfel letztendlich. Hm. Na mal schauen, vielleicht hat die Kombination 2, 5, 3 ja noch irgendeine Bedeutung für uns. Where are you taking us? Das ist die große Frage. Schauen wir es uns doch mal an. Cole ist fit genug und eigentlich müsste unser feister Kollege es ja auch können. Ich meine, er ist ja auch schon Rohre hochgeklettert. Also der Killer hat ein abartiges Vergnügen dabei gehabt, uns hier eine seltsame Spur zu legen. In den Taubenschlag hinein, wie es scheint. Noch ein Brief. Diesmal wirklich ein Brief, wie es scheint. Mrs. A. Maldonado. By hand. Kein Brief drin. Empty. Where is all of this meant to be taking us? Clearly wants us to find these things. He's left them for us. Ne, wirklich? Nein, there der hat es schon. Ist okay. New MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. So, schauen wir mal hier drüben noch nach. Hops, gut. Ich war mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht eine Lücke ist. Meine Güte, diese Blutspur, die führt noch aufs nächste Dach hoch. Ach du Scheiße. Das endet ja nie hier. Warte mal, liegt da was? Ja, fast übersehen. Enameled and gold plated. This was precious to her. Frauen. Nein. Sind ja nicht alle so. Na gut, schauen wir mal weiter nach oben dann. Fast übersehen. Ist aber auch wirklich tückisch, ne? Das Ding ist nicht so gut zu sehen hier auf dem hellen Untergrund. Na gut. Noch weiter nach oben dann. Mensch. Noch
Ein Schlüssel? Ein Ring. Ah. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Vielleicht will er uns nochmal darauf hinweisen, ich bin wirklich der Dahlia-Killer und ich bin noch da. Und will uns nochmal zeigen, das ist meine Vorgehensweise und das sind hier die Hinweise, die ich euch hinterlasse. Und Cole hat es ja auch mal gesagt, ich glaube im ersten Fall gleich hier im Morddezernat, dass der Black Dahlia Killer drauf steht, Macht auszuüben. Und vielleicht auch Macht über das Morddezernat, oder über die Polizei generell. Und vielleicht ist das seine Art, jetzt Macht auszuüben, dass er hier mit uns spielt. Blutiger Pinsel? Looks as though the killer was decorating with this. Mhm. Ja, Fingerabdrücke wirst du wahrscheinlicherweise keine dran finden, aber könnte man natürlich trotzdem mal untersuchen. Macht ja auch nie einer, ne? Und die Tasche am Ende. Maldonado, also haben wir jetzt den kompletten Namen von unserem Opfer. Bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Gut, da haben wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, eine Adresse, wo wir hingehen können. Sonst nichts mehr? Scheinbar nicht. Diesmal nichts großartig, was zugelassen hätte, dass wir was übersehen, wie mir scheint. Denn die Spur war gelegt. Er hat uns nur das gezeigt, was er uns zeigen wollte. Und dann schauen wir uns mal beim Wohnsitz von Miss Maldonado an. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. Mrs., right. So natürlich. A husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Oh. Ich hab vergessen, dass die Karre so agil ist. Ja, ich glaub so einfach war es diesmal nicht. Das hat vielleicht schon mal. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? He's got a confession. And you know, there's ways of getting it. I'm sure. Ja, aber bringt dir das denn wirklich was? Mal schauen, wo der ist, der Fall. Wir waren jetzt hier, leichte Tatort, ja. Da ist Antonias Wohnsitz. Wir sind gleich da, also lohnt es sich überhaupt nicht erst mal irgendwo. Ach nee, der ist ja wieder mal am Arsch der Welt. Nö, dann nicht. Ja, ich glaube, diesmal kann er es wirklich nicht so einfach machen. Aber er will es sich natürlich immer so einfach machen. Das erleichtert einem auch die Arbeit, ne, wenn man es immer so sehen will. Und wenn man dann auch die Geständnisse aus den Leuten rauspresst, naja. Aber dann endet es vielleicht auch so wie beim letzten Fall, als wir zwangsweise irgendjemanden das Ding in die Schuhe schieben mussten und immer Zweifel blieben eigentlich, egal wie man sich entschieden hat. Antonias Wohnsitz, 13.21 Uhr. Das ist eine Ferienwohnung. Oder eine zum Vermieten. Boarding House, das ist eine Nutte. Wait just a moment. Boarding House ist doch ein Puff, oder? Wenn ich mich nicht ganz doll irre. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara Lapente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Okay, da ist das boarding house vielleicht doch bloß ein... Wipe your feet as you come in, detectives. Eine Pension. It's this one. Ich war irgendwie der Meinung, dass boarding house ein Puff ist, weil wir bei uns in der Nachbarschaft... Ja, was heißt in der Nachbarschaft? Ist schon ein ganzes Stück weg. Aber immer wenn ich einkaufen gehe, komme ich an einem boarding house vorbei und das sieht stark nach einem Puff aus, muss ich sagen. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Beziehungsweise, ich glaube, wir sollen uns gar nicht umschauen, sondern bloß mit dir reden. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive.
And then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Na gut, schauen wir uns mal um. Galloway, du verwirrst mich total hier mit deinem Rumgelaufe. Hast du in die falsche Richtung? Na gut, dann wollen wir uns ihr Zimmer... Lauf mal bitte. Alter Mann. Dann wollen wir uns ihr Zimmerchen mal anschauen und mal sehen, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr rausfinden können. Sieht jetzt nicht nach üblichen Eheverhältnissen aus, oder? In einer Pension lebend? Na, mal schauen. Schlüssel 5 haben wir auch gefunden, fällt mir gerade so auf. Will you look at that? Someone's turned the place over. Oder sie ist sehr unordentlich. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, er hat ja den Schlüssel drapiert, also er hatte den Schlüssel zwischendurch auf jeden Fall mal. A smashed window explains why the place looks tossed. Aber er ist wahrscheinlicherweise eher durchs Fenster eingestiegen. Der den Eisenpfosten würde ich mir gerne mal näher anschauen. So, ich hoffe mal, ich kann auch wieder zurücksteigen dann. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Sieht aus wie von einer eisernen Balustrade, oder? So eine Spitze von irgendeinem Geländer, könnte ich mir vorstellen. So, hier draußen ist jetzt aber nichts mehr, oder? Nur mal kurz schauen. Das ist bloß der Gang. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier hört auch die Musik auf. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Ja, Galloway, du kannst gerne mal rauskommen. Dann gehe ich rein dafür. Es ist nicht so fett hier drin. Ein Brief. Gut, lass mal reinschauen. Oh, viel zu lesen. Miss Antonia Isabel Maldonado, CO Parsons Pension. So, eins nach unten bitte. Antonia, Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch an den obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Prozesslistennummer bla bla, wird am 17. September angehört werden. Okay. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft in bla bla Los Angeles die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Okay, wir haben jetzt also eine Adresse von ihrem Ehemann, der offenbar getrennt von ihr lebt und wahrscheinlicherweise wollten sie sich scheiden lassen, könnte ich mir vorstellen, oder? Wobei, oberstes Bezirksgericht, warum sollte die Scheidung übers oberste Bezirksgericht gehen? Klingt eher, als ob da mehr vorgefallen ist zwischen den beiden. Aber das können wir ja herausfinden. Halt! Hierhin. Meiner Erfahrung nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesem den Ablauf positiv beeinflussen. Und wenn ihr Ehemann am 17. Dezember nicht, September nicht erscheint, was ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Okay. Mit freundlichen Grüßen, Frederick D. Tattersall. Okay, we have an address. Ja, mich würde da mal sehr interessieren, was da passiert ist. Aber das werden wir bestimmt noch rauskriegen. Zur Not haben wir auch noch die Adresse vom Anwalt von Miss Maldonado. Da könnte man ja auch nachfragen. Was wahrscheinlicherweise, weil ja hier immer alles sehr schnell aufgelöst werden muss, nicht passieren wird, nehme ich an. Könnte man normalerweise aber durchaus machen. Foto eines Anwalts. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Aber mal ehrlich, nur weil das auf dem Hochzeitsfoto mit drauf ist, muss sie das nicht mehr heute tragen. Naja gut, im Spiel wahrscheinlich schon. Normalerweise würde das jetzt nicht so einen riesigen Verdacht erwecken, wenn da jetzt das Armband nicht da ist an ihrer Leiche. Abgesehen davon, dass sie natürlich generell keinen Schmuck mehr getragen hat, ne? Okay, aber wir scheinen jetzt alles soweit hier aufgedeckt zu haben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Puffmutti, beziehungsweise es ist ja kein Puff, zur Pensionshüterin runter und schauen mal, ob wir noch mit ihr reden können. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, aber hier bin ich falsch.